Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Sendung in der Reihe Engagierte Jugend. Ich bin wieder mit einem Gast heute hier, der so viel macht und sich so stark engagiert im Bereich Politik unter anderem, aber auch noch darüber hinaus, dass ich mich dazu entschieden habe, einfach mal die ganze Bandbreite dieser besonderen Persönlichkeit heute hier darzustellen und gar kein spezielles Thema herauszugreifen. Ich begrüße bei uns im Studio Tobias Ketzel. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und zwar bist du auch Student der Politikwissenschaft und du machst ja sogar deinen Master gerade und schreibst jetzt dann bald in deiner Masterarbeit. Und meine erste Frage an dich wäre, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, also zu dem Thema Politik generell und auch zu deinem Engagement, was du nebenbei noch machst? Politik, glaube ich, viel durch auch den Familienhaushalt, also der Opa war irgendwie Landrat und dadurch war Politik schon automatisch Thema und dann jede Bundestagswahl ausführlichst bei jeder Mahlzeit eigentlich durchdiskutiert und dadurch war das irgendwie schon quasi in die Wiege gelegt. Und dann hatte ich tatsächlich sehr viel Glück einfach mit der Schule, die ein wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium ist, wo wir halt früher Sozialkunde bekommen haben. Und da wurde uns ganz schnell viel ermöglicht, was ja, Partizipationsmöglichkeiten angeht, Diskussionsformate und das hat dann eins zum anderen geführt. Dann hatten wir noch eine sehr aktive SMV, wo wir quasi schnell viel ja, machen durften, auch in einem jungen Alter, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Und dann ging es irgendwann zum Konfi-Unterricht und da war ich so begeistert davon, dass ich dann gesagt habe, warum bleibe ich nicht da und habe dann die vielen Möglichkeiten für junges Engagement in der Kirche und darüber hinaus kennengelernt. Und ja, jetzt sitze ich hier neben dir und mache vieles nebenbei, aber hauptsächlich studiere ich und versuche über die Runden und die Tage zu kommen. Du würdest also tatsächlich mitgehen und sagen, dass die Schule für dich persönlich dazu beigetragen hat, dass du Lust auf Politik bekommen hast. Ist das richtig? Ja, definitiv. Also ich glaube, Schule ist der Ort, wo ich das nochmal am zentralsten mitbekommen habe und auch einfach gemerkt habe, ja, wir alle haben die Möglichkeiten mitzugestalten und unabhängig, wo ich herkomme, unabhängig davon, wer ich bin, welchen Namen ich trage, ich habe einfach die Möglichkeit, ich komme da als Person, als eigene Person rein und durfte da was gestalten und machen und mitreden und das war, glaube ich, ganz entscheidend für mich. Wenn ich es jetzt mit meiner Situation vergleiche, ich war auch auf einem wirtschaftlich orientierten Gymnasium, wo aber wirklich Wirtschaft sozusagen vordergründig präsent war. Also wir haben das schon sehr früh als Fach bekommen, zwei Fächer sogar, die sich eigentlich damit befasst haben. Sozialkunde wiederum hatte ich für meinen Geschmack viel, viel zu selten und auch sehr oberflächlich. Also ich freue mich immer, wenn ich Gäste hier habe, die sagen, die Schule hat mir wirklich irgendwie einen Weg in Richtung Politik aufgezeigt, weil ich. Gibt es da Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Feldern oder sind das für dich zwei komplett getrennte Dinge? Also mein Glaube ist nochmal ein bisschen losgelöst von der Politik. Durch den Glauben entstehen für mich schon auch ja, bestimmte Haltungen teilweise, weil auch im Glauben für mich ein gewisses Menschenbild verankert ist. Aber das ist so ein Thema, aber Religion und Politik sehe ich schon sehr eng vernetzt. Also wenn ich da an manche Vorlesungen zurückdenke natürlich, aber auch jetzt so im täglichen Leben, wo ich das dann doch ganz aktiv mitbekommen, wie ist die Situation für Kirchen, wie ist die Situation für kirchliche Jugendarbeit, die ist ja manchmal anders wie zur normalen Jugendarbeit. Also gerade im Moment, aber auch generell, also schon eng verbunden, aber vor allem dort die Erwachsenenebene stärker mit der Politik verbunden, die Jugendebene, da geht es tatsächlich einfach mehr um die Befähigung von jungen Menschen. Das ist also quasi wirklich da. Da geht es um Bildung, um Soft Skills und so weiter, wo man einfach am Ende sagen kann, wir wollen den Menschen einfach nur einen Raum schaffen, wo sie sich selber entfalten können und sich selber ausprobieren können und das am besten auch noch im geschützten Rahmen. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass sich das unterscheidet, also zu der politischen Bildung, die man im kirchlichen Sinne hat, und dann einfach noch die Jugendarbeit generell. Und du machst ja beides, ne? Also gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, da fällt es dir am stärksten auf, was da tatsächlich so
Gemeinsamkeiten oder Unterschiede sind? Ich glaube, die größte Gemeinsamkeit ist tatsächlich, dass beide erstmal den Mensch wahrnehmen, wie er kommt, und einfach auch mit seinen Bedürfnissen und wirklich versuchen, dort irgendwelche Talente und Schätze quasi zu finden. Der Unterschied sind schon die Themen. Also ich merke, in der Kirche geht es einfach wirklich deutlich mehr auch um emotionalere Themen. Also ich spreche mit Konfis zum Beispiel über das Thema Tod und Trauer, Freundschaft, Liebe und Beziehung. Das mache ich jetzt zum Beispiel beim Kreisjugendring in der Form nicht, also in diesem Ausmaß. Da spreche ich das auch mal an, wenn jemand den Bedarf hat, aber da kommt es nicht so proaktiv vor. Und da ist, finde ich, da schon ein Unterschied, weil die Kirche da wirklich nochmal mehr auch eine erweiterte Gemeinschaft zur Familie darstellen möchte oder auch eine Ersatzgemeinschaft in Teilen für manche ist. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, du machst Jugendarbeit auf beiden Ebenen. Jetzt erklär das nochmal kurz. Wie sieht das aus? Also, du hast gesagt, du bist beim Kreis Jugendring. Wie kam es dazu? Was machst du dort? Es kam spontan. Es war die Vollversammlung und jeder Jugendverband im Landkreis kann da quasi Mitglieder entsenden, die Delegierte sind und dann quasi abstimmen. Und ich wurde dann während der Versammlung gefragt, ob ich denn nicht spontan Lust hätte auf den Vorstand und habe damit quasi die komplette Wahlliste überrascht, weil eigentlich war es nicht geplant. Und ja, dann war ich im Vorstand und habe da tatsächlich dieses Feld politische Bildung nochmal stärker für mich entdeckt, habe da ganz viel mit diesem Wahlbus gemacht. Also wir fahren bei jeder Landtagswahl, Europawahl oder Bundestagswahl und teilweise auch Kommunalwahl, durch die Schulen oder durch die Jugendzentren oder auch einfach durch die Ortszentren und machen dort einfach mal so ein Wahllokal und zeigen, worum geht es erstens, was macht ein Gemeinderat im Vergleich zum Kreistag, was macht der Bundestag, was macht der Landtag, wie wird er eigentlich gewählt, und auch ein bisschen, warum ist es wichtig. Also die Inhalte werden auch dargestellt, aber das sind immer so Inhalte, wo wir sagen, bitte Parteien, füllt den Fragebogen aus, das könnt ihr lesen. Da wollen wir auch keine, oder beziehen wir einfach bewusst keine Stellung. Aber die ganzen anderen Prozesse dahinter, was ist das eigentlich, damit man es irgendwie, weil wenn ich mich daran erinnere, wir hatten meine Aufklärung in der Schule, aber dann habe ich mit anderen gesprochen, die saßen tatsächlich das erste Mal in der Wahlkabine und waren komplett überfordert. Also deswegen hat schon Mehrwert, wenn man dann quasi danach weiß, okay, jetzt weiß ich zumindest, was kann ich machen, wie viele Kreuze darf ich setzen und von Kommunalwahlen gar nicht zu sprechen mit Kumulieren und Panaschieren. Also das ist ja dann Ui, ja, das stimmt. ja, nochmal schwieriger. Und dann habe ich mich quasi dazu entschieden, ich möchte mich noch tiefer engagieren und bin in die DK. Also erst haben wir einen Mitarbeiter in den Kreis gegründet, dann haben wir irgendwann mich in die Dekanationskammer gewählt und dann irgendwann wurde ich angerufen, ob ich nicht im Arbeitskreis Internationales Engagement der Evangelischen Jugend Bayern sein möchte. Und ja, bin viel rumgekommen dadurch und durfte auch vieles Schönes erleben und aber auch viele, ja, manchmal harte Steine oder harte Bretter zum Bohren erleben. Klima scheint ein wichtiges Thema für dich zu sein, setze ich jetzt mal voraus. Gibt es noch andere politische Felder, wo du sagen würdest, das ist total deins, dafür setzt du dich gerne ein oder das interessiert dich sehr? Ja, es gibt noch ganz stark das Thema Inklusion. Also ich bin damit persönlich einfach aufgewachsen durch die Kinderhilfe hier in Fürstenfeldbruck. Das ist so eine Integrationseinrichtung, wo quasi ja, einfach Kinder mit besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit haben, in den Kindergarten zu gehen. Und ja, dadurch habe ich quasi früh Kontakt einfach damit bekommen und das dann quasi auch für mich als Thema entdeckt und das haben wir jetzt auch in der evangelischen Jugend nochmal viel stärker aufgegriffen. Und auch noch das andere Thema, dieser Blick über den Tellerrand hinaus, gerade was so internationale Politik angeht, nicht quasi, was machen die Staaten, sondern wie geht es den Menschen in einem anderen Land und warum ist es auch wichtig, dass wir darum uns kümmern. Also gerade das Thema Lieferkettengesetz hat mich jetzt in den letzten 1,5 Jahren sehr stark rumgetrieben. Und wir haben dazu auch viel gemacht. Und ja, ich finde es einfach wichtig zu wissen, wir sind eine globale menschliche Gemeinschaft. Und da ist auch wichtig, dass wir aufeinander achten. Das sind die beiden Themen neben Klima. Aber Klima hängt ja mit dem letzten Thema auch ein bisschen zusammen. Wir haben so also eine Austauschgruppe mit auf der Bundesebene zu globaler Gerechtigkeit. Und da haben wir sehr viel zusammengearbeitet. Bei den Demos war ich, glaube ich, nur bei einer, weil ich es immer anders schwer einrichten konnte. Aber
die Themen oder wir haben auch viele Gespräche geführt oder auch im Landratsamt haben wir mit Ziel 21 mal eine Gesprächsrunde gehabt, die dann sich tatsächlich auch öfters getroffen hatte, wo wir auch gemeinsam überlegt haben, okay, wie können wir denn diese Ziele, die ihr habt, die ja auch vertretbar sind und die auch mehr als sinnvoll sind und wichtig sind, wie können wir die denn noch in die richtigen Bahnen reinlenken? Weil im Endeffekt war ja Fridays for Future hat das gleiche Anliegen wie Ziel 21, möglichst schnell irgendwie der Klimakrise ein Stoppzeichen entgegenzustellen. Und genau dadurch haben wir dann da auch nochmal viel zusammengearbeitet und natürlich dann auch im Umfeld von der evangelischen Jugend und beim Kreis Jugendring nochmal ganz viel. Wie können wir auch nachhaltiger sein? Wie können wir mit einem guten Vorbild vorgehen und jetzt nicht nur mit der Verbotskeule kommen, sondern auch wirklich sagen, hey, vegetarische Ernährung oder auch saisonale und ökologische Ernährung ist nicht schwer. Traut es euch nur zu. Also es muss ja nicht immer der Schnitzelmittwoch auf der Freizeit sein oder sowas. Das Thema tatsächlich auch wirklich bei der Kirche so angekommen, dass man sagt, man sensibilisiert die Jugend dafür? Oder ist das auch, wie du jetzt zum Beispiel vorhin meintest, eher so ein Thema, was mal aufkommt, wenn es eben gewünscht ist oder so? Die Kirche selber steht da sehr stark dahinter. Immer mehr Dekanate melden an, dass sie bis, also Dekanate sind quasi kirchliche Landkreise. Alles kompliziert bei uns, aber die haben immer mehr sagen, sie wollen klimaneutral werden. Die evangelische Jugend selber hat sich eben zu einer nachhaltigen, ökologischen und saisonalen Ernährung bei ihren Veranstaltungen verpflichtet. Ja, Kirche ist da stark dahinter, weil sie auch den Schöpfungsauftrag als Bewahrungsauftrag in größten Teilen versteht. Also natürlich gibt es auch andere Stimmen in der Kirche, aber ich würde jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen und die überwiegende Mehrheit, mit denen ich zu tun hatte, waren schon dahinter. Also sie teilen diese Dinge und sind auch froh, dass da langsam was in Bewegung kommt und sind sich aber auch ihrer Verantwortung in dem Sinne bewusst. Man hört zurzeit viel über die Kirche in den Medien, ist aber nicht unbedingt so positiv. Und ich dachte, vielleicht sprechen wir auch darüber ganz kurz, weil du bist sehr jung und engagiert und du bist genau auch in dem Feld tätig und kannst vielleicht aus der Umgebung auch mal was sagen und nicht so, wie das halt in den Medien dargestellt wird oder was man da eben so hört, sondern jemanden, der wirklich vor Ort auch ist und weiß, wie es so läuft. Vielleicht hast du ja selbst auch eine Meinung dazu, zu dem ganzen Thema. Ich würde damit anfangen, dass man von die Kirchen sprechen muss. Also es ist ja nicht eine christliche Kirche, es sind zwei unterschiedliche oder es gibt auch noch mehr christliche Glaubensgemeinschaften. Beide haben auf jeden Fall ein Problem mit Missbrauchs und unterschiedlichen Ausprägungen. Ich habe es zum Glück in meinem Umfeld nicht mitbekommen müssen, zumindest nicht im kirchlichen Rahmen. Ich finde es persönlich unfassbar schade, weil ich jeden Missbrauchsfall in der Kirche als eins zu viel ansehe. Ich glaube aber auch, die Kirche ist nicht die einzige Institution, aber es ist die Institution, wo es am wenigsten passieren soll. Also Kirche ist ein Schutzraum und wie du schon vorhin angesprochen hast, auch ein Vertrauensraum. Und da werden Kinder ja wirklich auch, also da geben die Eltern ihre Kinder hin für nochmal eine andere Form der Bildung, auch für andere Entfaltungsmöglichkeiten und wirklich für die persönliche Entwicklung. Und wenn dieses Vertrauen der Eltern in dieser Form teilweise mit Füßen getreten wird, dann bin ich persönlich schockiert und mich schmerzt natürlich jeder Fall, den ich irgendwie mitbekomme. Und ich finde es gut, dass da langsam was passiert. Ich finde es zu langsam. Ich fände es schöner, wenn wir schneller da hingehen und schauen, was sind die Strukturen, die das ermöglichen. Wie kann es sein, dass es immer wieder vorkommt, wie kann es sein, dass es Wissende gibt, also auch duldende Personen und Institutionen, und wie können wir das vermeiden und vor allem, wie können wir den Opfern von dieser Gewalt, von dieser sexualisierten Gewalt Hilfestellung bieten und wie können wir ihnen auch wieder ja, ein halbwegs angenehmes Leben ermöglichen. Ich meine, das ist eine traumatisierende Erfahrung auf jeden Fall und ich möchte auch mich da bei jeder Person entschuldigen, die sowas erleben musste, aber ich finde es einfach wichtig, dass man diesen Personen auch mit dem notwendigen Respekt ist. Und das habe ich manchmal das Gefühl, ist nicht ganz der Fall. Also da wird da über Zahlen gesprochen und dann sagt man irgendwie über, keine Ahnung, ich glaube im Missbrauchsfall in München waren es 500, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber da wird über die Zahl gesprochen und nicht über das Schicksal dahinter. Also da geht es darum, dass jemand in seinen jungen Jahren wirklich schreckliche Dinge erfahren musste
Und dann sprechen wir über Zahlen. Das finde ich teilweise schockierend. Deswegen, also da finde ich es noch schöner, wenn wir klarer hinkriegen, da geht es um ein persönliches Einzelschicksal und jedes Schicksal ist eins zu viel. Also auf jeden Fall sehr berührend, was du sagst. Aber es beruhigt mich in gewisser Art und Weise auch zu wissen, dass es natürlich Menschen gibt, die versuchen, ja, das kirchliche Miteinander so gut wie möglich zu gestalten. Und wenn ich mir dich jetzt so anschaue, glaube ich, gehörst du da auf jeden Fall dazu, weil es einfach Menschen sind, die ihr Wissen weitergeben an, ja, an Kinder, die gerade heranwachsen, die ihren Weg sozusagen finden müssen und dabei vielleicht die Religion mit reinspielt. Und du hattest es ja selbst auch so erlebt in deinen noch jüngeren Jahren. Würdest du sagen, dass das durch die Familie in erster Linie kam und du dann irgendwann so dieses Verständnis entwickelt hast, dass das tatsächlich was für dich ist, was du weitertragen möchtest, weil es zu deinem Wertekodex sozusagen, würde ich mal behaupten, gehört? Oder war das eher so, dass du dich selber dazu entschieden hast, dass Religion für dich einen sehr hohen Stellenwert hat? Also einfach gesagt, hat die Familie da dazu beigetragen oder war das so deine eigene Entscheidung? Also ich glaube, unterbewusst hat sie auf jeden Fall auch mit beigetragen. Also meine Eltern sind einmal katholisch und einmal evangelisch, aber dadurch war zum Beispiel die Situation, dass ich in der Grundschule in den Ethikunterricht gegangen bin. Und dann habe ich aber zum Beispiel diese Kinderzeltlager erleben dürfen bei der evangelischen Jugend. Ich glaube, wenn ich bei der katholischen Jugend gewesen wäre, hätte ich auch schöne Erfahrungen machen können. Aber dann war es halt einfach die evangelische Jugend und habe dann mich in der 5. Klasse schon für den Rallye-Unterricht evangelisch entschieden. Und dann auch bei der Konfirmation war schon ein leichter Schubs von meiner Eltern, aber danach das Engagement, das war alles eigen. Also mein eigener Sinn, mein eigener Wille und auch bis heute ist es immer in meinem Interesse gewesen. Also ich habe das für mich persönlich entdeckt und mein Glauben ist eine persönliche Beziehung mit einer höheren Instanz. Und da brauche ich kein Gotteshaus, da brauche ich auch nichts anderes. Ich brauche auch nicht unbedingt die Institution Kirche. Ich habe nur in dieser Institution unglaublich gute Erfahrungen machen dürfen. Deswegen will ich sie auch stützen und stärken. Aber so mein Glauben im Alltag ist tatsächlich, ja, vielleicht eher Privatsache. Aber also man könnte mich jetzt schon wenn ich irgendwie mit den Gedanken irgendwo hindrifte, dann ist das für mich auch einfach mal dann ein Gebet zu nehmen, meine Gedanken zu sammeln und dann irgendwie auch quasi einen Austausch zu finden. Also Das ist ein Thema, was, glaube ich, in unserer Generation gerade sehr stark aufkommt, wenn es eher so in die Richtung Spiritualität geht. Also ich sehe sehr viele, die jetzt irgendwie so den Aufschwung nehmen und sagen, Thema Stressabbau, mir hilft zum Beispiel Meditation. Ist das für dich was ganz was anderes? Schlägt es eine Brücke zu dem klassischen Gebetsprechen? Wie stehst du dazu? Also ich finde Meditieren oder auch kognitives Training oder auditives Training oder Muskelrelaxation, das sind Techniken und Übungen. Aber wirklich diesen gedanklichen Austausch oder diese gedankliche Hinrichtung auf etwas, das ist nochmal was anderes. Also das trenne ich ein bisschen. Ich glaube, andere können das sehr gut vereinen. Wir haben auch, also wir feiern immer wieder Andachten. Sieht von außen bestimmt ulkig aus. Also wenn man jetzt quasi durchs Fenster schaut bei unseren Tagungen oder so, dann sieht man auf einmal alle irgendwie mit geschlossenen Augen. Aber es ist einfach ganz angenehm, dass wir quasi sagen, wir fangen erst an, wenn alle im Hier und Jetzt ankommen. Was könnte da jetzt zum Beispiel so ein Thema sein? Worum geht es dann da, wo sich das so für dich verbindet, beide Themen Politik und Religion? Es war witzigerweise die Soziologie. Aber ja, es ist ja eigentlich. Bei Politik finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil da wird so viel auf Player, also da wird reduziert auf, da gibt es eine Organisationsform. Deswegen, da kann man es auch gut machen, gerade wenn man irgendwie sich so Sozialstaat anschaut oder auch nochmal Interessensvertretung und so weiter, dann wird es ja schon nochmal spannend. Ich fand es aber bei der Soziologie deutlich beeindruckender, weil ich da einfach auch gemerkt habe, was kann eigentlich Kirche, was könnte Kirche sein oder was kann auch Kirche für manche Personen sein. Und das einfach auch mal kritisch zu analysieren. Also ist da vielleicht auch einfach nur ein Mythos dahinter? Also da gibt es ja ganz, ganz viele Theorien und die fangen irgendwie ein Jahr vor 100 Jahren an und dann kommt man da auf ganz spannende Felder. Was bedeutet Kirche oder was ist sie auch vielleicht gar nicht? Also ja. Hast du eine
bestimmte Vorstellungen oder einen Wunsch oder so, wenn du dir jetzt denkst, wenn ich in einigen Jahren zurückschaue, was sich bis dahin verändert hat? Also was wäre so dein Traum von Kirche? Wie würde das für dich dann aussehen? Ich glaube, es wäre auf jeden Fall eine, ich weiß, es klingt nach einer Phrase, aber eine Kirche, die begeistert. Also muss nicht im Gottesdienst sein, aber es geht ja um die Gemeinschaft, die man erleben kann. Und ich glaube, dass man quasi durch diese Gemeinschaft einfach begeistern kann. Und ich glaube, das wäre irgendwie das Schönste, was ich hören kann, wenn ich einfach da quasi Menschen sehe, die auch irgendwie sich gehört fühlen. Also sowohl in Predigten, aber als auch in Gesprächen oder auch irgendwie, also Gesprächen nicht nur mit TheologInnen, sondern auch mit allen anderen. Einfach, dass man das Gefühl hat, ich bin nicht allein auf dieser Welt und gleichzeitig irgendwie auch, ich komme irgendwie beschwingter von der Kirche, als ich zu ihr hingehe. Das wäre irgendwie so beides mein Traum. Also begeistern und ein bisschen beschwingen, den Alltag auch nochmal leichter machen teilweise. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand sagt, mich begeistert Politik, aber man ist nicht selbst im politischen Game, sage ich mal, aktiv, sondern man ist einfach nur ein, sage ich jetzt mal, Bürger, der sich mit anderen Dingen normalerweise beschäftigt und sagt, es begeistert mich, weil ich finde, die Politik trifft die richtigen Entscheidungen, sie trägt dazu bei, dass mein Leben lebenswerter wird, dass ich, weiß ich nicht, Ziele habe, die von der Politik unterstützt werden, dass ich gut investieren kann, was weiß ich. Das klingt für mich zum Beispiel viel, viel utopischer. Und ich wäre aber gerne auch an dem Punkt, wo man sagen würde, den Menschen gefällt es nicht nur, was die Politik macht, sondern sie stehen da auch total dahinter. Ich persönlich finde, wir sind noch nicht so weit. Was meinst du dazu? Ich glaube, das kommt tatsächlich auf das Level an, auf dem wir uns begeben. Also Lokal- oder Kommunalpolitik, die kann begeistern, aber je weiter höher wir kommen, desto schwieriger wird es und desto abstrakter werden auch die Entscheidungen. Also ich bin nicht in diesem, zum Beispiel im Investmentbereich so drin, dass mich eine Finanztransaktionssteuer in irgendeiner Art und Weise jemals betreffen wird. Ich weiß, es wird indirekte Folgen auf mein Leben bestimmt haben, aber das wird nicht das haben. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Gemeinderat, ein Stadtrat oder auch ein Kreistag entscheiden, wir haben hier eine Fahrradstraße oder wir haben hier einen Spielplatz oder wir haben Grünfläche, dass man irgendwie sagt, wenn die Politik vor Ort quasi Entscheidungen trifft, die Menschen begeistern, die das Leben der Menschen lebenswerter machen, dann haben wir quasi auch, glaube ich, ein anderes Verständnis für die abstrakteren Ebenen. Also von Landespolitik bis ganz nach oben, bis zur EU-Politik quasi, da wird es ja ganz abstrakt. Also wenn ich darüber nachdenke, dann tue ich mir selber schwer zu erklären, was hat die EU konkret immer für mein Leben zu tun. Ich habe es für mich herausfinden können, aber wenn ich es jetzt irgendwo auf der Straße erklären muss, dann sage ich, nehmen Sie sich bitte Schwierig. sehr viel Zeit. Also sonst wird es schwierig in zwei Sätzen. Ist es für dich eine Idee zu sagen, man lädt die BürgerInnen dazu ein, zu sagen, bringt eure Ideen selber ein, beispielsweise in Form von mehr direkter Demokratie? Ja, also es ist ein gangbarer Weg. Ich persönlich habe immer ein bisschen meine Befindlichkeiten bei direkter Demokratie, weil ich mich schon auch frage, wo ist der Minderheitenschutz? Also wenn ich dann die Schweiz denke mit dem Minarettverbot, denke ich mir auch mal, okay, wo ist, also da geht das ein bisschen zu weit. Also ich fände es quasi irgendwie gut, wenn wir einen Weg finden, wo man quasi schon sagen kann, man muss zumindest gehört werden. Also die Politik macht keine Entscheidungen, wo nur alle 5 Jahre gehört wird, sondern man macht bewusst mal Bevölkerungsumfragen und lädt bewusst einfach auch mal Leute ein, die davon betroffen sind. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Weg und wichtig. Alles vom Volke abstimmen lassen ist auch ein gangbarer Weg, aber da finde ich schon auch wichtig, dass die einzelne Person oder die Minderheit eine Möglichkeit hat, noch Abwehrrechte zu haben. Und da haben wir noch kein so gutes Setting. Also das Bundesverfassungsgericht ist da sehr gut, aber für Lokalebene ist es dann doch immer schwierig und auch ein sehr harter Weg quasi, das zu finden. Deswegen alles abstimmen schwierig, aber bestimmte Themenbereiche, warum nicht? Oder vielleicht tatsächlich, wie es in Irland war. Also es gab da ja dieses interessante Modell bei der gleichgeschlechtlichen Ehe, dass man quasi gesagt hat, man bildet quasi basierend auf der Sozialstruktur der Gesellschaft ein beratendes Gremium, das quasi dann sich ExpertInnen eingeladen hat und aus jeder Gesellschaftsgeschicht von jeder, also wie die statistische Verteilung in der Gesellschaft war,
die lädt man alle ein, die arbeiten oder sitzen quasi ein Jahr zusammen und arbeiten in diesem Jahr eine Empfehlung aus. Und quasi bis die letzte Person zustimmen konnte, in der Form, dass es auch verständlich für jede Person war, dann hat man dann quasi darüber gesprochen und hat es dann auch als Volksabstimmung rausgegeben. Und dann kann ich es mir schon auch gut vorstellen, wenn einfach jede Person auch eine Möglichkeit hat, sich in diesem Umfang zu informieren. Auch, was sind die Folgen konkret für jemanden, diesen ExpertInnenrat quasi vielleicht wirklich auf einem ja, jährlichen Basis oder irgendwie halbjährlich oder quartalsmäßig zu Entscheidungen zusammenzulosen und dann quasi treffen die sich vielleicht einen Tag im Monat und sprechen mal die Entscheidungen und geben dazu quasi Statements ab und schicken es wieder zurück an die Politik, bevor was beschlossen wird. Das wäre auch eine interessante Möglichkeit. Also was würdest du ändern, wenn es denn ginge, ohne die ganzen bürokratischen Hürden, die dahinter stehen, politisch gesehen? Ich glaube, generell wäre mir schon einfach wichtiger, dass wir ein anderes Verständnis haben, wann junge Menschen mitsprechen können. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man nicht 18 ist oder ja, doch, also wenn man nicht 18 ist, dann hat man eigentlich nicht so wirklich Mitspracherecht. Es gibt mittlerweile Modelle mit Jugendbeirat oder Stadtjugendrat, auch hier in Fürstenfeldbruck zum Beispiel. Das finde ich schon wichtige und gute Ansätze, aber es ist halt nicht in der Fläche. Also das ist halt das große Problem. Und es gibt auch diese JungbürgerInnenversammlungen, wo ich dann auch sage, das ist auch spannend, dass man auch quasi sagt, es ist egal, ob du wählen kannst, es ist auch egal, ob du Steuern zahlst oder nicht, du bist Teil von etwas und wir wollen dich dazu hören. Und deswegen, das wäre, glaube ich, das mein großer Wunsch, dass wir einfach aufhören, das an willkürlichen Grenzen zu machen. Wenn jemand mit 12 oder mit 10 oder mit 8 sagt, ich habe die Idee, dann soll die Person gehört werden zumindest. Und warum nicht? Vielleicht hat gehört man quasi mit Grundschulbildung irgendwie einen anderen Blickwinkel und hat dadurch vielleicht auch banalere, aber auch bessere Lösungen. Das kann auch sein. Wir verkopfen uns auch gerne mal. Menschen wie du, die ich hier im Interview habe, ich glaube, wir tragen sehr stark dazu bei, das Klischee zu entkräften, dass die junge Generation nicht politisch sei. Also ich bin absolut bei dir, wenn man irgendwie mehr darauf hören würde, was auch jüngere Leute zu sagen haben, dann wären wir jetzt beispielsweise in der Klimafrage wahrscheinlich schon viel, viel weiter. Und ich weiß es jetzt zum Beispiel vom Bayerischen Jugendring, die positionieren sich sehr stark, wenn es darum geht, das Wahlalter zu senken. Wie stehst du dafür dazu? Ich finde die Überlegung dahinter ganz spannend, weil die Überlegung ist, ich darf mit 14 entscheiden, bin ich in der Kirche oder nicht. Davor entscheiden es meine Eltern für mich. Und quasi aus diesem Argument herauszuformen, naja, wenn ich mit 14 das erste Mal überlegen darf, wie ich zu meinem Glauben stehe, ob ich mich einer Religionsgemeinschaft angehörig fühle oder nicht, dann kann ich doch auch entscheiden, ob ich quasi, wie stehe ich zur Politik. Also, und das finde ich ganz eigentlich einen ganz reizvollen Gedanken, ob es jetzt 16, 14 ist. Da kann ich mich nicht festlegen, wer was sagt. Es sind alles immer willkürliche Grenzen. Also egal, was man macht, man hat immer willkürliche Grenzen. Aber ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen weiter runtergehen muss, weil man schon mit 16 auch Steuern zahlen darf und arbeiten darf. Warum soll man dann auch mit 16 nicht mitreden dürfen und mit 14 über Glaube und was weiß ich entscheiden, aber dann nochmal 4 Jahre warten. Und ich habe so häufig bei Wahllokalen, also bei diesen jungen, also U18-Wahllokalen, irgendwelche 10-Jährigen gesagt haben, die ihre Eltern an die Hand genommen und gesagt haben, ich will jetzt wählen gehen. Und wenn jemand diesen Pathos hat und diese Motivation, warum soll diese Person nicht auch Möglichkeiten haben? Ich glaube, dann würde sich der Auftrag der politischen Bildung vielleicht eher in die Richtung, wie kann ich meine Interessen artikulieren und in welche Bahnen kann ich sie geben? Also vielleicht wirklich, wie kann ich denn einen Antrag an den Gemeinderat stellen? Wie kann ich denn irgendwie bewegen, dass ich eine Stimme habe, wie kann ich mich organisieren, also vielleicht auch wirklich dann mehr die Befähigung, das Empowerment erreichen. Das ist vielleicht dann tatsächlich mehr der Weg zum Gehen. Ich würde schon sagen, dass sich Jugendverbände, also der Kreisjugendring ist die Dachorganisation aller Jugendverbände im Landkreis und auf Bayern-Ebene und auf Bundesebene und bei EU hat es dann leider aufgehört, dass der Kreisjugendring auch oder auch die Jugendringe immer versuchen, gleichzeitig nicht nur Lobby für Jugendverbände zu sein, sondern vor allem auch Lobby für junge Menschen. Und dadurch würde es immer noch wichtig sein, dass wir die Interessen
ja, sammeln und dann auch an die richtigen Stellen weiterleiten. Also viel würde sich nicht ändern, nur dass wir quasi nicht mehr sagen, hier könntest du wählen, sondern dort hinten kannst du wählen. Das Wahllokal ist um die Ecke. Also in der letzten Kommunalwahl haben wir es auch gemacht, haben dort Forderungen gesammelt, die die Jugendliche haben und haben sie dann in jeder Kommune entsprechende Abgabe halt an die Jugendreferentinnen vor Ort gegeben. Und also da, wo wir Wahllokale hatten, da, wo wir keine hatten, haben wir es natürlich nicht machen können, weil wir können auch, also wir finden keine Forderungen, sondern wir nehmen nur die auf, die wir kriegen. Ja. Aber das ist schon auch schon jetzt Teil von unserem Auftrag. Also Also, wenn man sich irgendwie angesprochen fühlt und Ideen hat, dann weiß man ja jetzt, wo man damit hingehen muss in so einem jungen Alter. Also sehr, sehr gut, dass ihr da ein offenes Ohr für habt und dann auch dafür sorgt, dass es bei denjenigen ankommt, wo es auch hin soll. Ich glaube, was ich vielleicht noch mitgeben möchte, ist einfach, ja, viel, also traut euch früh zu debattieren. Also auch früh mal quasi im jungen Alter zu sagen, warum eigentlich nicht mal hinterfragen, wo jetzt eine Aussage herkommt und dann auch mal eine andere Stellung beziehen. Klar, man trifft auch mal auf Wände, aber vielleicht dann hilft das mal auch auf junge Menschen gehört. Also traut euch sowohl im familiären, aber auch im schulischen und sonstigen Rahmen. Ja, absolut. Und vor allem, wenn Wände mal da sind, wo man vielleicht durch möchte, dann muss es nicht immer unbedingt heißen, dass man selbst einen Fehler gemacht hat, sondern vielleicht ist es einfach etwas, was noch zu wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. Und ihr seid vielleicht diejenigen Personen, die darauf aufmerksam machen. Und es kann dauern und es kann anstrengend sein, aber niemals aufgeben, wenn man sich für etwas besonders interessiert. Ich danke dir für das Gespräch. Ich fand es sehr inspirierend und unglaublich vielfältig, was du so machst. Vielen, vielen Dank dir für den Einblick. Es war wirklich sehr spannend.